Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von AirPodSim. Es kam ein neues Update, beziehungsweise die Demo wurde geupdatet. Das heißt, wir haben mehr Möglichkeiten und wie man hier auch schon im Hintergrund sieht, es gibt ein neues Flugzeug, was wir abfertigen können. Nämlich den guten A320 Neo. Jetzt nebenbei quasi nicht nur die 737 MAX 8, sondern auch den A320 Neo. Es gibt auch eine Veränderung bei den Tutorials, die zeige ich nur kurz. Also quasi es gibt jetzt nicht mehr ein großes Tutorial, sondern jedes kleine Detail einzeln. Also wie das Tablet funktioniert, Shocks and Cones, GPU, Treppe, Shuttlebus, der ist jetzt auch komplett neu und im Spiel drin. Und dann gibt es noch die Gepäckverladung, die Unterschiede bei der Boeing 737 und beim A320. Aber das Ganze soll uns gar nicht hier weiter aufhalten, sondern wir gehen direkt ins Szenario. Also Replay, Challenge und so weiter ist alles noch nicht da. Und Szenario gibt es auch nur Keflavik aktuell. Also quasi die anderen gibt es noch nicht. Man kann ja auch nicht irgendwie weiter sonst die. Ich weiß nicht, ob es an der Version lag oder nicht. Es gab quasi vor dem, also während der Demozeit gab es jetzt nochmal ein Update, weil ich es so schnell nicht aufgenommen habe. Und da stand hier eigentlich auch noch mit drei irgendwie Szenarios, aber die gibt es nicht mehr. Von daher können wir jetzt nur erstmal das Keflavik Szenario spielen. Ich habe es noch nicht durchgespielt, ich habe es so ein bisschen angespielt, damit ich weiß, okay, wo ist was auf dem Flughafen. Vor allen Dingen gibt es auch viele neue Fahrzeuge. Aber bevor ich jetzt hier wieder 10 Minuten erstmal über irgendwelche Sachen rede, gehen wir direkt rein. Denn es bringt ja nichts, wenn wir hier wieder zig lange Folgen haben. So, gehen wir rein und dann muss ich auch ein bisschen schnell arbeiten, weil wir haben diesmal ein bisschen mehr zu tun. Wir sind in der Dunkelheit im verregneten Keflavik. Nein, das hätte ich gerne nicht. Wetter, wir haben es mit... doch, Uhrzeit muss ich ja lassen. Verdammt. Na, immerhin, Clear Sky kriegen wir hin. So. Ja, wir starten hier an einer anderen Position als beim letzten Mal, wo ich das Szenario gemacht habe. Okay, das heißt, es ist zufällig an welchen Positionen. Wenn wir mal auf die Karte gehen, jetzt starten wir hier auf der Position. Auf der Position 78. Beim letzten Mal, als ich das Szenario gespielt habe, da waren wir hier drüben an der Position 46. Dann schauen wir gleich mal nach. Also wir haben einen Abflug nach Warschau und einen Turn aus Milan nach Milan. Warschau möchte jetzt beginnen quasi mit dem Service. Da können wir dann gleich schon mal anfangen, die ganzen Sachen herzufahren. Und die Milan geht auf Parkposition 42 und landet um 20.10 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt 30 Minuten Zeit, um quasi den Flug nach Warschau fertig zu machen und dann quasi den Milan-Flug anzunehmen. So, der sagt zwar, dass wir warten sollen, aber ich warte natürlich nicht, weil ich weiß, was ich zu tun habe. Erstmal kümmern wir uns um unser Gepäck. Beziehungsweise fahren schon mal den Fördermann dran. Einmal hier hinten rum. Einmal vorne rum fahren wäre auch gar nicht irgendwie schneller gewesen. So, zack, zack. Dann erstmal Luke auf. Also alle, die jetzt sich so ein bisschen fragen, wenn das hier alles zu schnell geht, ja. Es gab schon ein Video von AirPodSim, auch in der Demo, wo der Großteil der Sachen, die ich jetzt am Anfang zumindest erstmal mache, schon vorhanden waren. Also von daher werde ich da jetzt nicht so viel unbedingt nochmal wiederholen. Zack, zack, das dahin. Dann brauchen wir eine Ground Power. Die steht da und da steht auch ein Moodly. Nämlich ein neuer. Deswegen, es gab einige neue Sachen. Es gibt inzwischen noch eine zweite Ground Power. Mal sehen, ob wir die nachher noch finden oder benutzen können. Es gibt ein neues Schleppfahrzeug quasi. Es gibt auch schon die Funktion für Multiplayer später. Mit Beifahrersitzen. Das heißt, man kann auch als Beifahrer fahren. Und da vorne sehe ich schon, da steht die neue Ground Power. Nehmen wir gleich die. Da drüben steht das sogenannte Follow Me Car, was ich im echten Leben fahre. Und dann werden wir da auch gleich nochmal eine kleine Runde mitfahren. Aber erst, wenn der Flieger aus Milan landet. So, und was auch neu ist, man kann die Sachen so ein bisschen ziehen. So, unterbunden.
wir ganz normal zu unserem Flieger. Erstmal den Flieger so weit fertig machen, dass da alles losgehen kann. Den Gepäck ausladen müssen wir nicht. Der Flieger stand den ganzen Tag schon hier rum. Der will nur raus nach Warschau. Und mir fällt gerade auf, dass ich falsch ranfahre. Eine Ground Power wird immer mit Achse nach vorne hingestellt. Damit, wenn das Flugzeug Triebwerke starten muss, bei aktiver Ground Power, das passiert ja manchmal, dass gewisse Teile vom Flugzeug kaputt sind. So, schalten wir mal an. So, das geht an. Dann kann man hier schon mal Stromkabel reinstecken. Zack, zack. Das haben wir offen, das haben wir. 400 Hertz. Also an sich, bei der Anlage ist es jetzt auch so, dass man wirklich die Seiten kontrollieren kann. Wir haben Seite 1 und Seite 2. Und da haben wir es aktiv. So. So, das Ganze noch abkoppeln. Dann schnappen wir uns erstmal die Gepäckwagen. Beziehungsweise koppeln die erstmal nur an. Ich sehe gerade, dass ich da ein bisschen falsch verstehe. So. Nein, noch ein Stück. So, da haben wir den ersten verbunden. Jetzt kommt der größere Spaß, nämlich den zweiten zu verbinden. Denn mit Deichsel rückwärts fahren ist in jedem Spiel immer wieder unterschiedlich. Und das in manchen Spielen halt ein bisschen schwieriger und anderen ein bisschen leichter. Aber wir können die Dinge ja auch mit der Hand sehen. Deswegen dauert zwar ein bisschen, aber so, da haben wir schon mal zwei Gepäckwagen. Wir hoffen, dass die reichen. So, Warschau, Abflug, Connects there. Danach sollten wir vielleicht auch erstmal die Passagiere holen mit dem Bus. Deswegen gibt er jetzt den Shuttlebus. Wo bleiben wir da hängen? Kommt sie? Danke. So, wir fahren erstmal kurz in die Gepäckhalle. Der Flughafen ist ein bisschen größer als der letzte, den wir hatten. Deswegen sind da auch die Fahrstrecken ein bisschen weiter und da ist auch die Gepäckhalle nicht mehr nur ein einfaches Förderband, sondern ein bisschen größer. So, stopp. Kommt ein Flieger? Nö. Also können wir hier rüber. Und da vorne stehen schon unsere Shuttlebusse. Drei Stück haben wir jetzt hier. Ich weiß nicht, ob auf der Karte verteilt noch mehr stehen. Aber das kann ich euch gleich gut zeigen. Ganz leicht in den Bus kommen. Beziehungsweise erstmal müssen wir gleich die Fahrtreppe ranfahren. So, und nochmal Stopp. Gepäck kriegen wir am Band Charlie 5 und wir haben nur 10 Koffer. Ja, 10 Koffer. Das ist relativ entspannt. Als ich das erste Mal das Szenario hatte, hatte ich glaube ich 50 Koffer. Das war nicht ganz so ohne. Genau. Ja, was ist noch alles neu? Klar, die neuen Flughäfen. Also beziehungsweise jetzt der eine in der Demo. So, wir müssen einmal hier rechts. Dann, die Fluggastbrücken sind neu. Aktuell kann man sie, glaube ich, noch nicht bedienen. Das kommt aber dann auch demnächst. Und hier in der Ecke ist die neue Gepäckförderanlage. Hier oben schön mit einem rotierenden Band, wo das ganze Gepäck quasi runterkommt. Deswegen fällt dann hier runter. Jetzt mal gucken, wo C5 ist. Charlie 5. Da kommt unser Gepäck. Das fällt gerade runter. Oh. So, dann stellen wir mal das hier ab. Also, da sieht man, wie das Gepäck hier runterkommt. Da oben ist der nächste Koffer.
Das Ding kippt dann zur Seite und wirft den Koffer runter. So, und da jetzt alle Koffer für den Flug unten sind, dreht sich es auch nicht weiter. So, Gepäck können wir noch kurz aufladen. Sind ja nur 10 Koffer. Da reicht, glaube ich, sogar fast einer. Oder? Ey, wir machen mal 5, 5, dann haben wir das direkt sortiert. 1, 2, 3, 4, 5. Klappe zu. Und die zweite. Da kommt Gepäck. Ja, die Koffer, die können das ab, ne? Dum-dum-dum. So, dann haben wir unser Tablet und unsere Karte. Das heißt, wir sehen jetzt hier auch wirklich alle Fahrzeuge. Hier zum Beispiel sehen wir Schlepper, die wir aktuell noch nicht fahren müssen, aber wir können da trotzdem mal hingehen. So sehen die Dinger aus. Deswegen sind auch neu. Die Schleppstange muss man dann auch einzeln einhaken. Deswegen jeder gute Bison. Dann haben wir, ja, allgemein, wir haben halt die Möglichkeit mit dem Teleportieren, was das Ganze relativ angenehm macht. Aber wir gehen jetzt erstmal in unsere Fahrtreppe. Steigen ein. Und dann Abfahrt. Die Fahrtreppen wurden auch überarbeitet. Gehen wir in die Außenansicht absichtlich. Beim Ranfahren. Denn vorher war es ja so, wenn wir hier rangefahren sind, wir mussten sie nicht bewegen, weil sie auf gleicher Höhe war. Wenn ich mir das jetzt anschaue, passt die Höhe nicht mehr. Das heißt, wir müssen sie jetzt zumindest aufrichten. Also aufrichten und dann würde sie sich ausfahren, aber das Aufrichten reicht bei uns. So, dann gehen wir mal hier rein. Schon dran? Jetzt sind wir dran. Stützen ausfahren mit Z. Und dann drücken wir Enter und damit sind wir verriegelt. So, Tür öffnen. Schön, die Tür sieht sehr gut aus. Nämlich genau rechtsbündig. Ja, komm, Animation fertig. Danke. Alles verbunden. Und dann brauchen wir jetzt die Passagiere. Dafür brauchen wir unseren Bus. Dann nehmen wir mal den Bus. Hallo? Ja, ist egal, welchen davon. So, die Busse. Die typischen Cobus-Busse. So heißen die eigentlich. Und eigentlich müsste das auch irgendwo dran stehen, bin ich der Meinung. Nee, steht nicht dran. Gut, aber wir starten mal den Motor. Wir können die Türen auf beiden Seiten öffnen. Mit K und J. Wegen J ist die linke Seite, K die rechte. Warum sind die Türen weiterhin offen? Dann gehen wir mal wieder in die First-Person-Ansicht und dann überlegen wir uns, wie wir da hinten hinkommen. Hey, wir fahren mal da lang. Haben natürlich geschaut, ob ein Flugzeug kommt und es kommt keins. Die Straßen sind halt alle bisschen, ja. Bisschen länger. Moment mal. Mal die Karte bitte. Gab's nicht. Oh, hintenrum wäre doch der schnellere Weg gewesen. Na gut. Jetzt fahren wir den Weg. Auch noch sind wieder auf der Karte jetzt. Wenn ich W drücke, die ganze Zeit das Ding dann nach oben läuft. So, was hier auch deutlich größer ist, sind die Abstände zur Start- und Landebahn. Die sind nämlich irgendwo da hinten. Aber das Ganze können wir uns dann gleich mit dem Follow-Me nochmal anschauen, wenn unser Flug fertig ist und wir noch 2-3 Minuten Zeit haben, bis die andere Landung kommt. Ja, die andere Landung wird es aber nicht in der heutigen Folge geben, sondern erst in der Folge übermorgen. Deswegen würden wir, also so wie ich es jetzt zumindest erstmal vermute, werden es 3 Folgen. Ja, wir müssen hier noch weiter und dann links.
Genau, es werden drei Folgen quasi. Heute kommt die erste und dann alle 2 Tage quasi. Das heißt, Mittwoch kommt eine Folge und am Freitag. Jeweils zur gleichen Zeit, 15 Uhr. Finde ich dir. Naja, passt alles. Ja, jeweils 15 Uhr kommen die Folgen. Bin doch dabei. So, Türen sind auf. Wir steigen aus. Und dann sehen wir, wie hier die Leute aus dem Terminal, wo wir leider nicht rein können, quasi da auftauchen und zu uns im Bus laufen und sich dann hinsetzen. So, in der Zeit, wo jetzt hier die ganzen Leute einsteigen, dauert ja ein bisschen, können wir uns weiter ums Gepäck kümmern. Das heißt, wir suchen uns die Gepäckhalle. Die haben wir dort. Springen rein in unser Auto. Und dann geht's hier einmal raus. Aus den engen Gassen. Ich kann sagen, an sich, Gepäckfallanlage, ja, sie sieht in echt auch so aus. Da bin ich ja nun mal auch mit vertraut. Man hat ja in der Ausbildung sehr viele Bereiche gesehen, von daher kann ich das bestätigen, dass die in etwa so aussehen. Natürlich, jeder Flughafen hat seine eigene. Bei manchen sind die 20, 30 Kilometer groß und bei manchen Flughäfen halt relativ klein. Hier ist es halt eher eine kleinere. Aber halt mal angepasst an den Flugbetrieb, ne? Weil wenn ich mir jetzt überlege, Frankfurt oder Flughafen Frankfurt würde mit der Anlage da arbeiten, dann könnten die nicht so viele Abflüge und vor allem Langstreckenflüge bewältigen. Bin ich auch noch gespannt, ob irgendwann mal für den 320 noch das Containersystem kommt. Aber erstmal schauen wir uns nachher über, oder beziehungsweise dann Mittwoch in der Folge, schauen wir uns halt erstmal an, wie der A320 überhaupt aussieht, weil es gibt einige Sachen, die ein bisschen verändert sind. Gerade was der Ground Power angeht, der Laderaum. Wegen Laderaum kann ich gleich auch noch mal was Neues zeigen. Beziehungsweise ich glaube, beim hinteren bin ich zu faul, das Gepäck oder das Förderband umzustellen. Dadurch, dass es eine 5 sind, da sind wir faul, weil es ist nicht mehr wie im letzten Video, was ich gezeigt habe. Erstmal jetzt hier an und einmal drehen. Im letzten Video war es ja so, haben wir da drauf geschmissen. Ganz entspannt. Und das ist hochgefahren und oben war es weg. Das Ganze gibt es nicht mehr. Heißt, ich mache jetzt ja da drauf, das machen wir schon mal zu. Und ich laufe hinterher. Weil. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier halbwegs reinkommen. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wir können in die Laderäume rein. Das heißt, wir können das alle hier drinnen richtig packen wie im echten Leben. So, dann machen wir das mal wie im echten Leben. Den hätte ich gerne so dann da hingeschmissen, dass der da dran liegt. Und der davor liegen. Heißt, wir können hier in den Laderaum rein. Hier vorne haben wir so einen kleinen Bereich 1 quasi und dann hier hinten Bereich 2. Beziehungsweise, ja, die Nummerierung, wie sie hier unten ist, passt eigentlich nicht ganz, wie es in echt ist. Deswegen hier wieder rauszukommen ist auch nicht so einfach. Hallo? Frage, kann ich mich eigentlich hier drin einsperren? Ja, kann ich. Bin eingesperrt. Ich kann es auch nicht mehr öffnen. Ja. Ich glaube, so soll das nicht sein, aber zum Glück können wir uns ja teleportieren. So. Und da wir nicht unbedingt einen Förderband brauchen bei einer 737, machen wir das jetzt hinten mal ohne. Heißt, wir fahren da schön ran. Zack, 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 zack. Und das war ein Aircraft Damage, das heißt, der Flieger bleibt stehen. Unfallaufnahme, na super. Nee, natürlich nicht, weil es ja nur ein Spiel. In echt würde der Flieger jetzt erstmal stehen bleiben. Das Ganze muss untersucht werden. Es muss eine Flugunfalluntersuchung eröffnet werden und. So, schmeißen wir mal da hinten rein alles. Warum man auch immer bei 10 Koffern vorne hinten das abtrennt. Fragt mich nicht. Das Spiel sagt das so. So.
Das ist fertig und die Klappe machen wir gleich zu. Und dein Rollenflugzeug. Also, wir haben ja auch aktiven Rollverkehr, das heißt, wir müssen aufpassen. So, dann stellen wir mal das Ganze hier in der Vorbereitungsfläche A wieder ab. So wie es natürlich nicht auch läuft, hatte ich ja beim letzten Mal, glaube ich, schon erzählt. Dass die Abfertiger gerne alle einfach stehen lassen, da wo sie gerade sind, weil sie keine Zeit haben. Aber da wir der einzige Arbeiter hier auf dem gesamten Flughafen sind, wie auch immer dann gleich die Maschine da drüben abgefertigt wird. Und warum auch immer hier der Kegel auf dem Boden liegt. Da gibt es übrigens auch eine neue Variante. Man kann die nämlich mittlerweile stapeln. Es ist laut hier. So, was wollten wir? Wir wollten darüber zum Bus. Und wir laufen dann natürlich nicht hin, sondern teleportieren uns. Weil laufen dürfen wir natürlich nicht übers Rollfeld. Sondern dann müssten wir rüberfahren. So. Ja. Der Bus ist gut voll. Normalerweise würden da ja auch drei Busse hinfahren. So, Türen zu. Und Abfahrt. Wir fahren zu unserem Flieger. Man merkt gerade auch ein bisschen, dass der Bus ein bisschen schwergängig ist. Rüber. Natürlich immer Acht geben auf eventuell rollende Flugzeuge. Wundert mich, ne, doch, oder? Ne, da müsste kein Stoppzeichen hin, glaube ich. Da wiederum hätte gerade eins hingemusst, weil das der aktive Taxiway ist. Naja. Ja, also die Stoppzeichen sind auch so ein bisschen nicht unbedingt typisch Flughafen, weil am Flughafen ist da ein großes, fettes, rotes Stoppzeichen mit zwei kreuzenden Flugzeugen, dass man sieht, Achtung, da ist aktiver Rollverkehr. Und dort muss man auch anhalten. Machen zwar nicht ganz alle, aber in der Regel wird da auch angehalten. So. Dann fahren wir mit unserem Bus hier hin. Und da vorne ist noch eine Landung. Beziehungsweise erstmal schauen wir nochmal hier rauf. Drive, Bus to Parking Spot. Kann ich mit diesem Bus noch nicht so wirklich wenden. Er ist nämlich sehr schwergängig beim Wenden. So, damit die Leute nicht so weit laufen müssen. Zack. Ja, sie steigen aus. Sehr gut. Das heißt, die Passagiere steigen ein. Das heißt, wir könnten der Crew schon mal sagen, dass die APU gestartet werden soll. Flight Deck. APU. Turn on APU. Macht das? Keine Ahnung, ob das alles macht, aber wir wissen ja, dass wir gleich noch einen zweiten Flug haben. Das heißt, glaub, wir können. Bereiten wir den vor? Wir müssen jetzt eh warten. Das heißt, wir schnappen uns jetzt mal hier unser schönes Follow Me. Dass wir auch das einmal gefahren sind in der ersten Folge schon. So, Außenansicht. Drücken Taste O, Blinklicht an. Und dann gib ihm. Weil mit dem Auto können wir auch ordentlich zügig fahren. Unten rechts sieht man, wie schnell wir sind. Gerade fahren wir so entspannte 80 Sachen hier. Nicht, dass wir jetzt gerade fertig sind. Doch, wir sind jetzt fertig. Ah, na super. Also, vor allem stehen wir erstmal wieder in Seite. Niemand im Weg stehen. Ich finde, dass hier relativ viele Autos davon stehen. Aber wenn es so sein soll, ne? Ja, die Kamera ist auch so ein bisschen verwirrend, sag ich mal.
stellen wir erstmal hier rüber. Den brauchen wir nämlich dann gleich bei der Position 42. So, dann. Das ist eine Sache, die mich wirklich stört, ne? Dass man. Eigentlich würde man die lassen, weil hier, das kommt nicht in eine Berührung. Das würde man immer noch als Abfallsicherung oder Herunterfallschutz, wie auch immer, lassen. So, Enter, Stützen hoch. Und dann fahren wir hier mal ein Stück rückwärts. Da wir Langweiler sind. Zack. Motor aus. Soweit wie wir müssen. Dann Flight Deck, APU. Leuchtet schon. Nö, wir waren zu schnell. Heißt, wenn wir jetzt ja wieder sagen. Das können jetzt, das haben wir doch gemacht. Ah, wir müssen hier weit genug wegfahren. Wir dürfen ihn nicht direkt daneben stehen lassen. Okay. So, das haben wir auch gleich. Dann können wir die Ground Power abziehen, wegfahren. Halbwegs. Ja, ganz ruhig. So, dann machen wir den Ground Power einmal aus. Das ziehen wir ab. Die fahren wir auch mal hier rüber. Und dann machen wir das Fahrzeug aus. So, dann müssen wir noch die ganzen Hütchen einsammeln. Auch schön. Signal Flag wird das Start CPU, das hat er übersprungen. Naja, hoffen wir, dass es trotzdem funktioniert. So, wie war das jetzt mit Z? Nee. Jetzt, wir können hier einfach stacken. Das heißt, wir müssen hier nicht mehr komplett umherwerfen. Und das Ganze habe nicht ich herausgefunden, sondern als wir das so ein bisschen für uns gespielt haben, hatte Eis das rausgefunden. Nein, das. Hallo? Muss ich jetzt hier alle einzeln wegwerfen? Merkwürdig, dass ich die nicht alle gleichzeitig absetzen kann. Eine Hölle noch. Mit rechts rotieren. Mit links werfen. So, dann nehmen wir noch die Bremsklitze weg. Was wir nicht können. Wirklich alles freimachen von den Fahrzeugen. Ich glaube, die GPU darf ich nochmal anschließen. Wie spät haben wir es? 20:10 Uhr. Ja, wir haben jetzt noch 2 Minuten bis zum Abflug. 2, 3 Minuten. Heißt, die GPU haue ich nochmal kurz ran. Jetzt egal, wie lange das Auto steht dabei. Weil wir haben es denen ja gesagt, nur er hat es nicht akzeptiert, weil die Treppe nicht weit genug weggefahren war.
wir hier mal alles schnell, schnell, schnell. Das bitte an. Das nochmal auf. Das einmal Verbindung trennen, dann da ranfahren. So, verbinden wir. Dann da, zack, verbinden. Nee, dann Flight Deck APU turn APU off. Flight Deck APU turn on. Danke. So, drei Fahrzeuge. Jetzt noch zwei. Das ist einmal die Ground Power. Ja, man sollte auch auf der richtigen Seite einsteigen. Auf dem Beifahrersitz fährt sich schlecht. Was muss da noch weg? Bin ich verwirrt. Ja. Tack, 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 tack. Direkt verbinden. Aus. Das ab. Jogs nehmen wir schon mal mit. Zack, zack. Und was jetzt auch neu ist, es gibt den sogenannten Bypass-Pin, der eigentlich fürs Pushback verwendet wird, damit quasi der Pilot hier keine Kontrolle über die Achse hat. Der wird hier vorne reingesteckt. Den nehmen wir dann mit. Dann fahren wir mit dem Ding hier raus. Dann haben wir auch alles. Das heißt, der erste Flug ist fertig. Wir machen hier nochmal Motor aus. Stellen das ab. Den haben wir komplett abgearbeitet. Und mit dem, dass wir den komplett abgearbeitet haben, ist die erste Folge auch erstmal beendet. Der startet jetzt hier seine Triebwerke, wird dann von alleine irgendwie abrollen ohne Pushback. Wie auch immer das funktioniert, auf mysteriöse Weise. Komischerweise da hinten kein Abfertiger da und der hat immer noch sein Beacon an und sagt, dass er die Triebwerke anhat und darf nicht abgefertigt werden. Keine Ahnung, was da ist. Aber wir wollen uns ja dann gleich um, also beziehungsweise gleich ist relativ, ne? Also für mich gleich, für euch am Mittwoch, kümmern wir uns dann um unseren ersten A320 von der Wizz Air am Parking Stand 42. Von daher würde ich sagen, bis zur nächsten Folge am Mittwoch. Tschüss!